Ich bin der Arthur Kaiser, bin der Zirkusdirektor vom Zirkus King. Nach der Winterpause ist Gilching unser erster Standort gewesen. Und da hat diese Corona-Krise angefangen. Da wurden die Veranstaltungen abgesagt und dann durfte man nicht weiterfahren. Da ist uns wirklich ein Stein von Herzen gefallen, wo der Bauer gesagt hat, er müsste normalerweise mähen, aber er kann uns nicht verjagen. Ich habe dem Bauer angeboten, wenn es alles vorbei ist, wenn wir unsere Zelte wieder aufschlagen, machen eine Benefizveranstaltung, werden da Spenden sammeln und der Erlös geht dann an Bauern. Ne? Wir haben einen riesen Exotenzug mit 42 Tieren in einer Nummer, aber die Tiere tun alle jetzt keine Saltos machen oder Bobselbaum oder irgendwas. Unsere Tiere tun sich halt präsentieren, ne? Die machen nur Lauffreiheiten. Man sieht auch in der Veranstaltung, dass unsere Tiere da sehr gelassen sind. Auch während der Veranstaltung, dass sie nicht gestresst sind, dass es sehr gelassen ist. Auch wenn unsere Edels reinkommen, die lassen sich erst einmal fliegen, wälzen sich und die Lamas sind Sägemehl, weil das halt natürlich ist, denken sie, das ist Sand und wälzen sich. Und das lasse ich dann auch zu, weil das halt das ist, was das natürliche Leben von diesen Tieren ist, was mir halt sehr wichtig ist. Ne? Wir haben auch einen alten Esel dabei, der ist 28 Jahre gerade alt und der macht gar nicht mit bei uns in der Veranstaltung, aber er ist es halt gewohnt. Und manchmal ist halt der Tag da, wo er sagt, nee, die gehen alle da rein, ich war da auch mit drin, ich gehe da mit rein und dann ist der auch wieder an erster Stelle, dann ist der wieder da, als er noch 16 wäre, sage ich mal. Wir gucken, dass wir auch zu 90% an Straßen unser Zirkus aufbauen, dass Leute sehen, was für ein Zirkus es ist und was Leute auch sehr überraschend bei uns, dass es gar keine Zäune bei uns gibt. Die Leute können auf unsere Tiere zugehen und werden auch nicht abgeschüttelt oder weggesperrt, sage ich mal. Leute sollen kommen und sollen sich selber ein Bild machen, wie es unseren Tieren geht. Das ist sehr wichtig. Und wenn die Leute Fragen haben, sind wir gerne da und tun die beantworten. Ich wollte auch nochmal die ganze Bevölkerung bedanken, die uns unterstützt haben. Also das ist unbeschreiblich. Also das ist wirklich super gewesen, wie viele Leute da gekommen sind und haben den Zirkus unterstützt. Also war atemberaubend. Also ich weiß gar nicht, wie ich mich danken soll dafür. Deswegen möchte ich gerne, wenn alles vorbei ist, unser Zelt wieder aufbauen und dass man sieht, für was das alles war. Dass wir da mit Herz und Seele dranhängen an unserem Zirkus.